Hallo, weiter geht's mit meiner Aussortiererei meiner Washi-Tapes immer noch. Diesmal habe ich mir vorgenommen, ich habe hier zwei Schubladenteile, wo man eigentlich Brillen, glaube ich, drin lagert. Und da sind jeweils drei Schubladen, vier davon sind jetzt voll mit Washi-Tapes. Nummer 5 und 6, da lagere ich diese Washi-Sticker auf der Rolle. Und da diese recht teuer sind, habe ich da nicht vor auszusortieren, denn da kaufe ich mir wirklich nur die, die mir auch gefallen. Also die bleiben unberührt, aber die anderen vier Schubladen werde ich mit euch halt durchgehen und gucken, ob da irgendwas drin ist, was halt gehen kann. Ja. Fangen wir auch gleich mal mit dieser hier an. Wie viel da letztendlich rausgeht, weiß ich jetzt noch nicht. Denn vom Gefühl her ist da relativ viel drin, was, was nicht geht. Aber wir werden schauen. Lassen wir uns überraschen. So. Ich schaue hier erstmal durch. Hier haben wir noch ein Rilakkuma-Tape und da habe ich ja schon mal eins gehabt, was ich dann beiseite gelegt habe, weil ich finde Rilakkuma zwar sehr niedlich, aber ich benutze ihn halt nur sehr selten in meinen Dekos, weil ich halt mehr Fan von denen hier bin, also von den Sumikogurashi-Tierchen. Ja, und deswegen werde ich auch dieses Tape hier beiseite legen. So, dieses hier ist so ein japanisches Landschaftstape, Rapunzel, Sterne, Erdbeeren, so ein einfarbiges goldenes Tape, ein Kikis kleiner Liefer-Service-Tape, dann hier so eins mit Punkten, die dürfen alle bleiben. Passt das da vielleicht jetzt rein? Natürlich nicht, aber vielleicht das hier. So, haben die Kiki-Tapes sind die jetzt zusammen. Gucken, dieses hier finde ich eigentlich auch ganz schön. Tatsächlich hier in der Schublade sehe ich jetzt nicht so viel Aussortierbedarf. Aber das ist ja nicht schlimm, wenn es mal eben nicht so viel gibt. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, wenn sie mir alle noch so gut fallen, ne? So, also kann die Schublade erstmal beiseite. Nehmen wir uns die nächste vor. Ja, gucken wir mal. Da fällt mir jetzt als erstes dieses hier auf. An sich, also das ist auch eins von diesen Tapes, das ich in so einem großen Set irgendwie hatte. Und ich bin mir bei dem echt unsicher, ob ich es behalte. Also wegen dem Kranich behalte ich es nicht, denn ich habe ein anderes, schöneres Kranich-Tape. An sich ist es echt cool, weil da halt so verschiedene Sachen der japanischen Kultur drauf sind. Aber ich glaube, da habe ich schon andere Tapes, die mir besser gefallen. Ich werde das jetzt auch auf den Vielleicht-Stapel legen. Dieses hier mag ich ganz gerne. Das ist so mit Sushi und japanischem Essen. Das darf bleiben. Genauso wie dieses hier. Das ist von Stampin' Up. Das finde ich sehr schön. Benutze ich auch sehr gerne. Ist leider nicht so viel drauf. Dann hier Sterne dürfen bleiben. Das ist mein liebstes Wassertape. Die dürfen auch bleiben. Dieses hier ist auch in diesem komischen Neon-Orange irgendwie. Also das ist wirklich, das kommt in der Kamera gar nicht so rüber, aber es ist halt wie so ein Textmarker-Orange. Ja, und das habe ich ja schon einmal aussortiert und das hier darf jetzt auch gehen. Also es ist zwar schade, weil vielleicht braucht man es noch, aber halt nur vielleicht. Und es ist halt nicht so das Tape, auf das ich jetzt zurückgreifen würde. Deswegen, es darf gehen. Das hier ist noch so ein schönes Mädchen-Tape. Das hier habe ich auch noch recht neu. Das ist von Stationary Heaven, habe ich das bestellt gehabt. So ein herbstliches. Hier haben wir einmal ein London-Tape.
Hier so ein bisschen so Vintage-artige. Die habt ihr, glaube ich, in einem meiner Hauls. Oder diese habt ihr alle in einem meiner Hauls gesehen. New York. Auch wenn ich nicht weiß, ob ich das jemals benutzen werde, aber es ist halt noch recht neu. Dann hier so eins mit Ohren. Das wollte ich jetzt gerne mal hier mit einsortieren. Dann kann ich vielleicht die Stadttapes hier ein bisschen zusammenpacken. Und die Kakteen-Tapes können zusammen. So, die werde ich auch nicht aussortieren. So. So. London, Berlin, Paris, Tokio. Hier haben wir eins mit Happy. Happy finde ich eigentlich ganz gut. Bei denen ist es leider so, dass sie nicht so richtig gut kleben, aber das macht jetzt auch nicht so viel aus. Ich mag das mit dieser blauen Folie ganz gern. Und dann klebe ich die auch mal mit so einem, ja, mit der Klebemaus dann auf. Ja, damit haben wir diese Schublade auch durch. Entschuldigung. So, jetzt kommt die nächste dran. Ja, eigentlich hatte ich die mal ein bisschen nach Farben sortiert. Jetzt sieht man hier, ist es schon alles wieder ein bisschen durcheinander. Dieses hier darf bleiben, das packe ich jetzt aber zu den anderen Kakteen-Tapes. Das hier ist auch mit so japanischen Sachen drauf. Das finde ich allerdings schöner als das andere, weil es einen weißen Hintergrund hat vielleicht. Auch wenn ich mir hier ein bisschen, ich weiß nicht, die Farbe ist so ein bisschen, wirkt, als wäre die verlaufen. Ich packe es doch auf den Vielleicht-Stapel. Ja. Bringt mir ja nichts, wenn ich es dann aufhebe und mich dann die ganze Zeit daran störe, dass es dann halt diesen Farbverlauf hat. Aber ich möchte es halt auch nicht gleich aussortieren, weil vielleicht brauche ich es ja nochmal. Ja, dieses hier ist ganz schön. Das sind hier alles so ein paar schmale Tapes. Die dürfen alle bleiben, auch wenn ich die vielleicht dann irgendwie anders wegsortiere. So, und das auch. Und passt da nicht mehr hin. Na gut, dann kommt es halt hier hin. So, das darf bleiben. Das mag ich sehr gern. Das erinnert mich an ein Scrapbook oder so ein 12. 6x6 Block, den ich habe. Das darf auch bleiben. Das hier mag ich ganz gerne in Verbindung mit Rapunzel-Dekos. Wegen den, da sind so eine Laternen drauf. Dann haben wir hier eins. Da sind so Manga-Charaktere drauf, die irgendwie so mit Büchern alle immer so ein bisschen zu tun haben. Das mag ich ganz gerne, auch wenn das recht klein ist, aber das ist nicht so zum Sticker machen, sondern halt ja in Streifen. Dann haben wir hier ein paar Kirschblütentapes, die bleiben. Hier so ein Weihnachtstape, das darf auch bleiben. Hier noch eins mit so verschiedenen Gerätschaften, hier so einer Sanduhr und sowas alles, das darf auch bleiben. Das hier, da habe ich schon was rausgeschnitten. Ist auch so ein bisschen weihnachtlich, aber mit Manga-Charakteren und das fand ich eigentlich ganz cool. Habe ich letztes Jahr benutzt, das weiß ich. Ich behalte es erstmal nochmal. Es hat noch so eine Gnadenfrist. Kirschblüten. Dieses hier mag ich zwar nicht alle Wörter von, aber dieses Smile zum Beispiel benutze ich ganz gerne. Love habe ich da auch tatsächlich schon benutzt. Und deswegen darf es noch bleiben. Da ist jetzt auch nicht so viel drauf. Das mit Erdbeeren darf bleiben. Rapunzel darf bleiben. Das hier habe ich auch noch relativ neu. Das ist mit Pfingstrosen. Das hier ist eine Skyline von Tokio. Das darf bleiben. Die Sterne dürfen bleiben. Aber dieses hier, das ist eins von denen, wo ich sagte, die Mädchen sind zu klein. Ja. Also das ist echt schön, die Mädchen da drauf sind auch echt niedlich, aber für mich halt einfach zu klein, für meine Dekos. Deswegen darf es gehen. So, das darf bleiben, das darf bleiben.
und die beiden dürfen auch. Das sind alles Tapes, die ich sehr, sehr häufig benutze. Und dann kommen wir schon zu der letzten Box. Und ich sehe, wir sind gerade mal bei 10 Minuten. Also mal gucken, ob ich vielleicht noch was anderes dranhänge. Aber jetzt für diesen Clip wird es dann jetzt das letzte sein. So, was haben wir denn hier? Good luck. Ja, das darf, glaube ich, bleiben. Stay positive finde ich jetzt auch okay. Die dürfen auch bleiben. Das auch. Was ist das hier? You can do this. Nee, das darf gehen. Und auch diese komischen kleinen Leute können gehen, glaube ich. Dann wüsste ich jetzt auch nicht so wirklich, was ich damit machen soll. So, da hatte so ein Mann etwas Hunger. Ja, machen wir mal weiter. Ich war ja jetzt bei diesen hier. Die dürfen alle bleiben. Und dieses hier hat so kleine Diamanten drauf. Ja, ich denke, das darf gehen, weil irgendwie... Diamanten sind zwar ganz schön, aber ich finde das mit diesen komischen Streifen da irgendwie nicht so schön. Das soll wahrscheinlich zeigen, dass die glänzen oder so, aber irgendwie ist das nichts für mich, deswegen dürfen die gehen. Dann in dieser Reihe hier, die gefallen mir eigentlich alle noch. Selbst die schwarzen Herzchen da, die sind nicht so kitschig. Dann haben wir hier, das ist auch so schön Roségold und das hier auch. Das darf alles bleiben. Und dieses hier, das ist so, ich glaube, das soll so eine Art Schnürung oder so darstellen. Aber ich finde, man erkennt das halt nur sehr, sehr schwer. Und deswegen darf das auch gehen. Ja, das war jetzt die letzte Box. Die Ausbeute ist nicht so groß. Diese hier dürfen gehen. Und diese kommen in die Vielleicht-Box. Und ja, also da das Video jetzt relativ kurz ist, werde ich wahrscheinlich noch von dem anderen Schubladenschränkchen, was ich da habe, auch noch die Boxen durchgehen. So, ja, jetzt geht's hier weiter mit dieser Box. Ja, also hier sind schon neuere Tapes drin alles. Aber ich denke mal, vielleicht sind da auch welche dabei, die ich aussortieren kann. In dieser hier jetzt schon mal nicht. Denn das sind alles Tapes, die jetzt in letzter Zeit erst dazu gekommen sind. Deswegen dürfen die bisher alle bleiben. Und dann gucken wir mal in diese Box hier. Nicht wundern, manche hier doppeln sich, denn ich habe mir eins von den Action-Sets, glaube ich, zweimal gekauft. Aber das ist nicht schlimm, weil da auch viele Tapes drin waren, die mir gefallen haben und die ich öfter benutze. Deswegen mal gucken. Also diese hier gefallen mir schon mal alle. Das mit den Kerzen ist so grenzwertig irgendwie. Einerseits ist es echt schön, andererseits, wann benutze ich denn so eine Kerze? Ich lege es mal auf den Vielleicht-Stapel, weil irgendwie muss ich ja ein bisschen was gehen lassen. Und selbst wenn es erstmal nur in die Vielleicht-Box ist und ich dann sehe, ob ich das Tape vermissen werde. Hier habe ich so ein Happy Birthday Tape, das finde ich eigentlich ganz cool. Da ist so Fähnchen, das darf bleiben. Hier so eins mit Herzchen, das darf auch bleiben. Hier ist auch nochmal Happy Birthday in Blau. Finde ich ganz cool, eins in Blau und eins in Rosa zu haben. So, was haben wir hier? Wild Soul. Ja, kann ich immer noch nichts mit anfangen. Das darf gehen. Das mit den Kameras finde ich ganz schön. Deswegen hatte ich mir, glaube ich, das Set geholt, wegen den Kameras. Die beiden hier mag ich auch unheimlich gern. Das sind so, ja, so Pflanzen. Tapes irgendwie. Das hier ist auch so ein Geburtstagstape mit so Geschenken drauf. Finde ich auch süß. Das darf auch bleiben. Das hier ist noch recht neu. Das darf bleiben. Diese hier finde ich auch sehr schön.
Diese hier dürfen alle bleiben. Ich schiebe die jetzt einfach immer so schreibmaschinenartig oder hier einfach mal so zur Seite wieder weg, welche mir gefallen. So, die dürfen auch bleiben. So. Fly, nee, to the moon and back mit so einem Einhorn. Eigentlich echt schön. Aber ich weiß nicht, ob ich es nutzen werde. Vielleicht, wenn man das immer so schneidet. Aber das ist auch sehr schnell schlecht zu lesen. Ich lege es mal auf den Vielleicht-Stapel. Das hier ist ganz süß mit so Waldtieren. Das darf bleiben. Smile darf bleiben. Auch dieses silberne Tape darf bleiben. Dann haben wir hier It's your birthday. Hooray, it's your birthday. Ja, das darf auch bleiben. I'm a Capricorn, as you wish. Ja, das ist. Und I'm a Capricorn, as you wish. Das gehört zu anderen Tapes, die ich jetzt hier gerade nicht sehe. Also ich weiß, zu welchen Tapes es gehört. Und das ist ganz cool, wenn man das in Verbindung vielleicht benutzt. Deswegen bleibt das. Das bleibt, das bleibt. Das bleibt. Das mit den Rosen ist eigentlich total kitschig, aber ich finde das irgendwie ganz schön. Weiß blaues vielleicht. Darf jedenfalls bleiben. Das hier auch. Das darf bleiben. Die dürfen auch bleiben. Das hier mit dem Eis finde ich auch schön. Das darf bleiben. Das gehört irgendwie mit dem zusammen. Also darf es auch bleiben. Die dürfen auch bleiben. Wo war das mit den Herzen? Hatte ich das nicht schon? Und das da auch. Das fällt in den Sets dabei, die ich schon hatte. Also zumindest das mit den Herzen lege ich mir mal beiseite, weil ich glaube, das hatte ich schon mal. Und wie gesagt, Herzen benutze ich jetzt nicht so häufig. Das kommt auf einen extra Stapel, weil ich mir nicht sicher bin. Weil wenn ich es noch nicht habe, dann würde ich es behalten. Ja. Die anderen dürfen alle bleiben. So. Selbst wenn ich sie doppelt habe. Also die sind alle so, dass sie mir gefallen und ich sie auch zweimal haben würde. So, in dieser Box weiß ich auf alle Fälle, dass ich einige davon schon habe, weil ich nämlich, wie gesagt, ein Set. Ich habe dieses Set hier, glaube ich, doppelt gekauft habe. Das ist jetzt aber nicht schlimm. So. Wie gesagt, was mir gefällt, behalte ich. Was nicht, das nicht. Lots of love. Ich glaube, das habe ich schon einmal aussortiert. Ja, das hier habe ich, glaube ich, ja jetzt auch zweimal. Ich würde es auch nur einmal, glaube ich, behalten wollen. Das ist zwar ganz cool, aber ich lege es mal auf den Vielleichtstapel und guck mal, wie viel ich es benutze. Genauso wie dieses Blümchen-Tape hier. Wenn ich es aufgebraucht habe, dann kann ich ja dann immer noch auf meine Box hier zurückkommen. So, dann habe ich hier so eins mit so Girlanden. Das gefällt mir nach wie vor. Diese Wölkchen mit Schmetterlingen ist wieder das Thema, dass man da kaum erkennt, was da drauf ist. Ja, so Wölkchen mit Schmetterlingen sind das. Das werde ich, glaube ich, aussortieren. Aber diese Häschen mit den Ballons und Igeln, das finde ich immer noch schön, dass das bleibt. Diese hier bleiben auch. Pflanzen, also solche Dschungelpflanzenmäßig, ist immer ganz nett. Make today awesome. Finde ich ganz schön, den Spruch, das darf bleiben. Diese hier dürfen auch alle bleiben. So,
Diese hier sind noch recht neu, die dürfen bleiben. Genauso wie diese. Und diese. Das waren alles Einzeltapes, die ich mir auch so, oder in Sets, oder die ich mir so gekauft habe. Diese hier auch dürfen bleiben. Also das waren teurere. Deswegen, dieses hier habe ich, glaube ich, zweimal. Und ich weiß nicht, ob ich es wirklich zweimal brauche. Ich lege es mal auf diesen Stapel, wo ich prüfe, ob ich die zweimal habe. Die bleiben, auch wenn ich sie doppelt haben sollte. Das hier habe ich jetzt schon einmal... Oh, seht ihr das? Das habe ich jetzt schon einmal in die Vielleicht-Box getan. Deswegen will ich das nicht behalten und nicht nochmal in die Vielleicht-Box, sondern aussortieren. Dieses hier mag ich. Ich glaube, das habe ich jetzt auch doppelt, aber das macht nichts. You are loved. Da weg. Ich glaube, das habe ich auch schon einmal aussortiert, dass da das darf bleiben. So, diese hier. Weiß nicht, habe ich das zweimal? Ich lege das mal hier auf den Stapel, die ich prüfe. Ansonsten, die können auch zweimal gerne bleiben. Das hier habe ich auf alle Fälle zweimal. Ne? Das habe ich bei der anderen Box, glaube ich, gerade gehabt. Also dieses hier. Finde ich aber toll. Das darf bleiben. Die dürfen bleiben. Ja. Das waren schon die drei Schubladen. Also eigentlich hat das Ding noch ein paar mehr Schubladen, aber da sind nur einfarbige drin. Und ja, die werde ich jetzt nicht alle noch durchgehen. Ja, also diese hier kommen in die Vielleicht-Box. Und hinzugekommen sind jetzt, glaube ich, diese vier hier, bei denen die auch sortiert sind. Und diese hier prüfe ich, ob ich die zweimal habe. Und wenn ich sie zweimal habe, dann kommen die auch weg. Ja. So, das war's dann für dieses jetzt. Bis zum nächsten. Hallo zusammen. Kommen wir zum letzten Teil meiner Aussortierreihe. Da geht es um das Regal hier bei mir an der Wand. Das ist eigentlich eine Garderobe von IKEA. Und ja, das war so meine erste Aufbewahrung für meine Washi-Tapes, aber reicht jetzt schon lange nicht mehr. Leider ist, habe ich das Video schon angefangen zu drehen und irgendwo hat es dann aufgehört zu filmen und natürlich war ich da schon halb durch die Kiste durch und ich weiß leider nicht, wo genau es aufgehört hat und welche Tapes ich dann schon gezeigt habe, weil mein Stapel hier mit den Tapes, die ich behalte, ist so groß und alles durcheinander. Keine Ahnung, wo ich angefangen habe, wo ich aufgehört habe. Um euch so auf Stand zu bringen, aus meiner Kiste, dürfen diese bisher gehen. Die Gründe, dieses hier hatte ich eigentlich mal gedacht, für Päckchen packen zu benutzen, benutze es aber nie. Dieses hier ist schon sehr alt, da fand ich die Tierchen, die da drauf sind, noch echt niedlich, inzwischen aber nicht mehr. Und dieses hier, ich verstehe den Text nicht und die Bilder, die machen das nicht wett. Und dieses hier ist, das benutze ich zwar gerne für irgendwelche Nachtansichten, aber im Grunde mochte ich es nie so richtig. Und das ist mir einfach irgendwie zu dunkel. Dann habe ich hier ein Tape. Da ist schon von Anfang an hier ein Schnitt drin gewesen. Ich habe vom Verkäufer habe ich mein komplettes Geld wiedergekriegt und durfte es behalten. ich habe vor, es abzuwickeln, um zu gucken, ob dieser Schnitt wirklich bis nach ganz unten geht, weil sonst nervt es mich die ganze Zeit, dass dieser Schnitt halt drin ist. Der ist sehr, sehr tief. Und wenn ich irgendwo finde, dass er nicht mehr weitergeht, dann werde ich es ab da dann noch behalten. Ansonsten kommt es komplett weg. Also wirklich in den Müll. Dann habe ich hier meinen Vielleicht-Stapel. Das sind
Dieses Tape hier finde ich zwar immer noch sehr niedlich, aber ich habe ein anderes Eistape, was mir mehr gefällt. Und ich habe es halt auch schon recht lange. Die beiden Katzentapes finde ich zwar beide echt niedlich, aber ich wüsste nicht, wo ich sie benutzen soll. Und bei diesem hier, das finde ich zwar eigentlich schöner als das hier, aber der Druck von den Katzen ist mir irgendwie zu hell. Also das würde gar nicht so richtig zur Geltung kommen. Dieses hier hatte ich in einem Wanderpaket. Und da fand ich es auch echt toll. Allerdings wüsste ich jetzt nicht, wofür ich es benutzen möchte. Deswegen kommt das auch auf den Vielleicht-Stapel. Und bei diesen Einmachgläsern dachte ich, dass die größer wären. Und wüsste jetzt auch nicht, warum, wo ich die so klein benutzen würde. Bei dem Totoro-Tape hier stört mich, dass die sich zu oft wiederholen und eigentlich nur das gleiche Bild immer nur gespiegelt ist. Ansonsten ist es halt von den Farben her mein Totoro-Tape, was nicht grün ist bei mir. Aber ja, so ist das nun mal. Dieses Tape hier. Ich hoffe, er hat es jetzt aufgenommen. Ansonsten. Ja, dieses Tape hier war zwar echt teuer, es duftet nach Rosen. Und das hat es, glaube ich, so teuer gemacht. Die Rosen an sich sind echt schön da drauf. Die haben so einen leichten Wasserfarbeneffekt. Finde ich auch immer noch sehr schön. Allerdings ist es jetzt immer der Duft, der mich davon abhält, es auch wirklich zu benutzen, weil es mich immer stört, dass es duftet. Und ich mag den Rosenduft nicht mehr unbedingt. Deswegen werde ich es auf den Vielleicht-Stapel packen. Und dieses My Melody Tape habe ich schon sehr, sehr lange. Finde es immer noch schön, aber ich habe es halt auch schon so lange und dann dafür sehr, sehr wenig nur benutzt. Deswegen kommt es jetzt auch auf den Vielleicht-Stapel, um zu gucken, ob ich es vermissen werde. Da das jetzt hier so blöd gelaufen ist, werde ich dann wahrscheinlich euch hinterher zeigen, welche Tapes ich dann noch behalten habe. Und jetzt erstmal weiter aussortieren. Was ich hier noch habe, sind Eulentapes. Da möchte ich nicht so viele behalten, deswegen werde ich dann gucken, welche mir am besten gefallen. So, hier habe ich so ein schlichtes graues Tape, das darf auch bleiben. Dann habe ich hier so einen spitzen rosa Tape, das darf bleiben. Hier ein Melonentape, das darf bleiben. Ein Kirschblütentape, das darf auch bleiben. Hier nochmal ein Corgi-Tape. Nochmal, ihr wisst es ja gar nicht. Also ich habe schon ein Corgi-Tape auf dem Stapel mit Süßigkeiten. Das darf auch bleiben. Ich mag Corgis. Dann geht es hier weiter. Hier haben wir ein Buchtape, das darf bleiben. Ein Sternentape, das darf bleiben. Hier eins mit so Einhörnern. Finde ich ganz süß. Das darf, glaube ich, auch bleiben. Oder? Ich glaube, ich habe es mir damals wegen den Einhörnern auch gekauft. Ja. Auf den Vielleicht-Stapel packe ich es. So, hier haben wir so ein konturgeschnittenes Kirschblütentape. Finde ich auch immer noch schön. Das werde ich auch noch behalten. Dann Amazing mit so einem Pfeil. Ich weiß, ich habe es relativ häufig benutzt. Ich glaube, ich werde es auch behalten. Das hier mag ich auch sehr gern mit so einem bunten Dreiecken drauf. Das ist auch noch relativ neu. Das ist mit so chinesischem Schmuck. Oder naja, so japanisch-chinesischem Schmuck irgendwie. Das darf bleiben. Da ist auch eine Menge drauf. Und das hat so eine Goldakzente.
Hier ist so eins mit so Cupcakes. Das habe ich auch schon relativ lange. Ich finde es auch immer noch schön. Ich glaube, das werde ich auch behalten. Das hier gehört auch noch zum Corgi-Tape. Das sind auch noch so Süßigkeiten. Dann haben wir hier so ein Sakura-Kirschblütentape. Finde ich sehr schön, auch weil es eine andere Farbe als eine rosa ist. Deswegen darf es auch bleiben. Dieses hier dachte ich, dass ich das vielleicht so im Bullet Journaling oder so mal einsetzen würde. Aber im Endeffekt... Im Endeffekt habe ich es dann eigentlich nie benutzt. Ich glaube, ich hatte es in einem Danny Poise Paket irgendwie, in so einem Überraschungspaket oder irgendwas. Oh Gott, es reißt und reißt und ja. Ich schneide jetzt mal den gerissenen Teil hier so ein bisschen ab. Und dann sortiere ich das aus. Das ist auch überhaupt nicht so meine Farbe, die ich jetzt so häufig benutzen würde. Die beiden dürfen bleiben. So, und dann haben wir hier so eins mit Love. Und ja, aus der Vergangenheit wisst ihr, Love benutze ich nicht. Dann haben wir hier so ein Häschen-Sakura-Tape. Das hatte ich mal als irgendwie kostenlose Beigabe mal dabei, das weiß ich noch. Und da ist auch überhaupt nicht mehr viel drauf, deswegen darf es bleiben. Dieses hier mag ich auch unheimlich gern, das hat so eine Regentropfen. Deswegen darf es bleiben. Hier ist so verschiedenes japanisches Essen drauf, das darf bleiben. Dann haben wir hier so eine, der so Zauberstäbe, die dürfen bleiben. Hier nochmal Kirschblüten, das darf bleiben. Hier, das ist so ein Aquarell-Farbverlauf, das darf auch bleiben. Dieses hier habe ich in ähnlicher Ausführung zweimal. Also einmal ist das hier ohne einen besonderen Hintergrund. Warum hat denn das so eine Falte? Eine Falte, so quer durch. Gut. Schneide ich jetzt ab mit der Falte. So. Kann man nicht brauchen. Ja. Also das hier jedenfalls hat keinen Hintergrund. Und das hier hat so einen Wellenmuster-Hintergrund. Hier sind die Püppchen größer, hier sind sie kleiner, aber im Grunde genommen sind es die gleichen Püppchen. Nur halt einmal mit Hintergrund und einmal ohne Hintergrund und einmal größer und einmal kleiner. Und eins von beiden wird jetzt gehen. Die Frage ist, ob das mit den großen Püppchen oder das mit den kleinen Püppchen. Ich denke, das mit den großen Püppchen, weil irgendwie gefällt mir das hier mit dem Hintergrund dann doch besser. Dann haben wir hier so eins mit Einhörnern, das darf bleiben. Hier haben wir eins mit Kirschblüten, das habe ich auch sehr gern. Und dann haben wir hier so eins mit so einem Gebäuden, chinesische. Oder nee, das ist ja das Osaka Castle, also japanische. Ich finde es eigentlich echt schön. Ich habe es einmal schon aussortiert, glaube ich. Ich hatte es nämlich mal zweimal. Ich finde das echt schön. Ich werde es mal noch behalten. Ja, ich behalte es. So, dann haben wir jetzt tatsächlich nur noch diese Rolle, so eine Basic-Rolle. Das ist eine von HEMA. Die musste man zweimal bestellen. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob ihr schon mal bei HEMA bestellt habt, aber bei HEMA gibt es manchmal so Mindestabnahmemengen für bestimmte Sachen. Und da war nun mal dieses Tape hier auch dabei.
Und da sind nämlich, ist nämlich zum einen das hier und das hier zum Beispiel. Die sind aus dem Set. Aber ich brauche die. Guck mal, wie viel da drauf ist hier. Die brauche ich nur einmal. Deswegen darf dieses Paket hier gehen. Ja. Ich filme gleich noch ab, welche jetzt bleiben dürfen. Und achso, wir müssen ja dieses Thema hier noch klären mit den Eulen. Ich werde jetzt keins von denen komplett aussortieren, denn ich finde sie alle irgendwie noch niedlich. Tatsächlich ist aber, glaube ich, dieses hier mein liebstes Tape mit den Eulen, die hier so auf der Leine sitzen, weil die auch so zusammenhängend sind. Hier hat mich, glaube ich, immer gestört, dass sie so gestückelt sind. Und diese hier sind halt so comicartig. Deswegen werden die beiden hier auf den Vielleicht-Stapel wandern. Und diesen hier dürfen bleiben. So, haben wir das geklärt. Dann sind das hier die Tapes, die gehen. Diese hier wandern in die Vielleicht-Box. Und die, die ich behalte, die filme ich euch gleich nochmal ab, damit ihr sie auch gesehen habt. So, erstmal Update zu diesem hier. Da ist jetzt noch so viel drauf. Und ich tatsächlich ist der Schnitt nicht bis ganz nach unten, deswegen wird es jetzt auch bleiben dürfen. Denn die Tierchen sind echt niedlich. Und ich war sehr traurig, dass es damals so kaputt ankam. Ja, also jetzt, das darf bleiben. Genauso wie diese Tapes hier. Die hatten wir ja, glaube ich, gerade. Diese Tapes hier bleiben. Das hier ist die Tokyo Skyline. Ein war damals sehr teures Tape. Das hier ist mein Lieblingstape. Bei diesem hier, diesem hier bin ich mir nicht sicher. Aber ich habe so viele Sticker so in die Richtung. Ich hadere immer noch. Ich packe es jetzt einfach in die Vielleicht-Box. Dann fühle ich mich, glaube ich, besser. Ja, dieses hier ist auch so eine Schmuckkette. Und hier natürlich Kirschblüten. So, diese hier dürfen auch alle bleiben. Dieses hier finde ich auch immer niedlich. Da gibt's, da ist ein Charakter von Final Fantasy drauf. Auch wenn das eher Zufall ist, aber die anderen Bildchen da sind auch sehr niedlich, deswegen darf das auch bleiben. Ja, und ansonsten sieht man ja hier Kirschblüten, da so lustige Tierchen, Totoro. Auch diese hier dürfen alle bleiben. Genauso wie diese hier. Diese hier gehören zu einem Set aus 4 Tapes. Da gibt es einen Winter, einen Sommer und Winter, Sommer, Frühling, Herbst. Das hier sind Herbst und Winter. Hier ist das Frühlingstape. Und diese hier dürfen alle bleiben. Hier ist nur noch ganz wenig drauf. Das hatte ich mal als kostenlose Beigabe bei einer Bestellung. Habe ich das gesagt? Oder in einem gelöschten Video? Ich weiß es nicht. Stört euch nicht daran, wenn ich mich doppel. Und dieses hier benutze ich sehr gerne an Krankheitstagen. Diese hier dürfen bleiben, genauso wie diese hier. Diese hier dürfen alle bleiben. Diese dürfen alle bleiben.
Diese dürfen bleiben. Diese hier dürfen alle bleiben. Diese hier dürfen alle bleiben. Diese hier dürfen bleiben. Diese hier dürfen bleiben. So, leider hat er dann immer wieder abgebrochen, sodass ich dann beschlossen habe, ich werde euch jetzt nur noch zeigen, welche ich jetzt endgültig aussortiert habe und welche noch in die Verlegbox sind. Dies ist meine Vielleicht-Box. Man sieht, da sind schon noch einige drin. Aber mal gucken, wie es dann am Ende des Jahres aussieht. Und wenn ich keins davon jetzt dann vermisst habe, dann kommt diese Box ja dann auch weg. Und das hier ist die Box mit denen, die ich tatsächlich dann auch aussortiert habe. Beziehungsweise bei denen, wo es mir dann auch nicht wehtat, sie auszusortieren, muss man ja auch dazu sagen. In der Verlegbox sind ja viele, bei denen ich halt noch so unsicher war. Deswegen sind die ja in der Box dann gelandet. Und hier sind halt wirklich die drin, die ich dann auch endgültig gehen lasse. Es sind nicht so viele wie erwartet, aber dafür ist die Verlegbox auch voller als erwartet. Also kann ich wohl erstmal damit leben. Und habe hier ein bisschen mehr Platz wieder für neue Tapes, die mir mehr Freude bereiten. Auf alle Fälle hat es sich für mich jetzt gelohnt. Ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal, wenn ich etwas aussortiere, wieder rein. Ich weiß noch nicht, was genau es sein wird. Vielleicht in Richtung Stifte oder so. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Bis zum nächsten Mal.